Ich rufe jetzt auf den Tagesordnungspunkt 13, die Beratung des Tätigkeitsberichts des Bundesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit für das Jahr 2022. Hierfür ist es verabredet, 39 Minuten zu debattieren. Ich eröffne die Aussprache. Die Kollegin Carmen Wegge hat das Wort für die SPD-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen der demokratischen Fraktionen, sehr geehrte Damen und Herren! Datenschutz ist kein verzichtbarer Schnickschnack, sondern essentielles Grundrecht. Datenschutz ist auch nichts, das etwas verhindert, sondern ein wichtiges Instrument, um Rechte zu schützen. Umso wichtiger ist es, dass wir den Tätigkeitsbericht des Bundesbeauftragten für Datenschutz und die Informationsfreiheit, Professor Ulrich Kelber, heute diskutieren. An dieser Stelle auch schöne Grüße nach Venedig, wo er den deutschen Datenschutz vertritt. Wie immer ist der Bericht ein ganz schönes Pflichtenheft für uns als Gesetzgeber, was im Bereich Datenschutz noch nicht rund läuft. Ein Pflichtenheft, das wir abarbeiten sollten, denn Datenschutz schafft Vertrauen von BürgerInnen in digitale Anwendungen. Und dieses Vertrauen, das brauchen wir. Denn den Fortschritt in unser Land so dringend braucht, die Transformation in eine digitale Industriegesellschaft, den werden wir eben nur dann schaffen, wenn wir Zuversicht und Vertrauen haben. Vertrauen in die Digitalisierung bekommen wir aber nur hin, wenn digitale Anwendungen für die Menschen keine Blackboxes sind und wir alle verstehen können, was mit unseren Daten passiert. Und wenn wir jederzeit einwilligen oder widersprechen können, wenn wir genau einstellen können, welche Daten wir wann mit wem teilen wollen und wenn Menschen und ihre Leistung nicht permanent überwacht werden. Das gilt insbesondere für die zunehmende Digitalisierung im Arbeitsleben. Die Datenschutzkonferenz hat im vergangenen Jahr unter dem Vorsitz des Bundesbeauftragten für den Datenschutz schwerpunktmäßig eine Entschließung zum Beschäftigtendatenschutz verabschiedet. Sie fordern uns, den Gesetzgeber, darin auf, zeitnah ein Beschäftigtendatenschutzgesetz vorzulegen. Nun ist es nicht so, dass wir uns im Bereich rund um die Verarbeitung von Informationen von Beschäftigten und BewerberInnen im rechtsfreien Raum bewegen. Demokratie endet nicht am Werkstor, das sagen wir in der SPD und in den Gewerkschaften immer sehr gerne, aber wir müssen auch sagen können, Datenschutz endet nicht am Werkstor. Im Bereich des Beschäftigtendatenschutzes haben wir nach einer Öffnungsklausel der DSGVO als nationale Vorschrift den § 26 BDSG formuliert. § 26 BDSG hat 8 Absätze, die die nationale Rechtsgrundlage für die Verarbeitung personenbezogener Daten im Beschäftigungsverhältnis darstellen. 8 Absätze als Rechtsgrundlage für den Beschäftigtendatenschutz. Und das, sage ich als Juristin, ist wirklich nicht so viel. Und das sieht nicht nur die Datenschutzkonferenz, sondern auch der EuGH so. Der Europäische Gerichtshof hat in einem Urteil Ende März entschieden, dass die Regelung zum Beschäftigtendatenschutz in § 23 des Hessischen Datenschutzgesetzes nicht mit der DSGVO vereinbar sind. Da die Regelung nahezu wortgleich ist mit dem § 26 BDSG, betrifft die Entscheidung mittelbar auch die Verarbeitung von Beschäftigungsdaten durch Unternehmen in Deutschland. Mit seiner Entscheidung unterstreicht der EuGH, dass der nationale Gesetzgeber bei der Nutzung der Öffnungsklauseln zum Beschäftigtendatenschutz deutlich mehr ins Detail gehen muss. Deshalb haben auch wir im Koalitionsvertrag unseren Anspruch formuliert, eigenständige Regeln für den Beschäftigtendatenschutz zu schaffen. Und wir freuen uns sehr, dass da die FDP damals in den Verhandlungen auch gut an unserer Seite stand. Und jetzt noch viel mehr wissen wir, dass wir mehr Rechtsklarheit für die Beschäftigten und ArbeitgeberInnen brauchen. Die Grünen natürlich auch. Jetzt will ich hier keine falschen. Insbesondere wollen wir den Schutz des Persönlichkeitsrechts von allen Beschäftigten gewährleisten, die ihn benötigen. Vor allem die immer größer werdenden technischen Möglichkeiten des Leistungstrackings und automatisierten Verarbeitung von verschiedenen Daten erfordern es, unser Recht fürs Zeitalter der Digitalisierung fit zu machen. Wenn wir es gut machen, und das ist wie immer das Ziel in der Koalition, schaffen wir damit eine neue Grundlage für den Schutz der Beschäftigten in der Transformation. Deshalb hoffe ich auch, dass alle hier im Raum bald verstehen, dass Beschäftigtendatenschutz kein Hemmschuh ist. Der Beschäftigtendatenschutz wird ein neues Grundgesetz für gute Arbeit in der Digitalisierung. Der Beschäftigtendatenschutz ist die Grundlage, auf dem das Vertrauen wachsen kann und die Beschäftigten den Wohlstand unseres Landes weiter voranbringen. Deshalb vielen Dank, lieber Uli, für deine Arbeit.
Arbeit und ein stetiges Mahnen und kämpfen für den Datenschutz auch in diesem Bereich. Und natürlich möchte ich beim Tätigkeitsbericht des Bundesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit auch etwas über die Informationsfreiheit sagen. Denn wir werden auch seine Stellung durch ein neues Gesetz stärken. Wir haben uns in der Koalition darauf verständigt, das bisherige Informationsfreiheitsgesetz zu einem Transparenzgesetz weiterzuentwickeln. Einige Bundesländer haben uns diesen Schritt bereits erfolgreich vorgemacht. So machen wir auch im Bund die Verwaltung nun transparenter und partizipativer, denn es geht um so viel mehr als reine Akteneinsicht. Wir wollen die Verwaltung zur proaktiven Veröffentlichung von Verwaltungsdaten und Informationen von allgemeinem Interesse verpflichten. Dafür soll es ein einfach zugängliches Transparenzportal im Internet geben. So werden staatliche Entscheidungen nachvollziehbar, denn es ist schlicht nicht mehr zeitgemäß, dass sich BürgerInnen Informationen des Staates einklagen müssen. Ich glaube, das ist nicht akzeptabel. Die SPD-Bundestagsfraktion hat erstmals bereits 2013 einen Gesetzentwurf zur Weiterentwicklung des Informationsfreiheitsrechts hin zu proaktiver staatlicher Transparenz vorgelegt. Und aktuell arbeitet das Bundesinnenministerium an Eckpunkten zur Umsetzung eines Vorhabens. Wir sind also auf einem guten Weg. Ich freue mich schon auf die Gesetzgebungsprozesse hier im Parlament. Und vielleicht heißt Professor Ulrich Kälber dann ja bald Bundesbeauftragter für Datenschutz und Transparenz. Vielen lieben Dank. Marc Henrichmann hat jetzt das Wort für die CDU-CSU-Fraktion. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Bei der Durchsicht des Tätigkeitsberichts habe ich gedacht, Mensch, hoffentlich gucken die Ampelkolleginnen und Kollegen nicht allzu intensiv in diesem Bericht, weil ich befürchte, eine unheilliche Allianz. Und wir reden ja nicht über den Datenschutz als solchen, der seine Berechtigung vollends hat. Wir reden über die Anwendung und Umsetzung. Und vorausgeschickt, der Bundesrechnungshof als neutrale Instanz hat der Bundesregierung vor einiger Zeit bescheinigt, dass die Datenstrategie, die sie habe, weder ein klares Ziel noch Handlungsschwerpunkt festlege. Und wenn man jetzt diesen Datenschutzbericht daneben legt, muss man sagen, wenn die Ampel schon fährt ohne Navigationsgerät in der Datenpolitik, dann kommt jetzt der Bericht dazu. Da muss man sagen, die Handbremse ist auch noch fest angezogen. Und Zahlen der Bitkom untermauern das ja. Wir haben eine absolute Akzeptanzkrise, und da müssen wir wirklich gegen ankämpfen. 70% der Befragten im September letzten Jahres, Unternehmer, sind der Meinung, dass wir keinen EU-einheitlichen Datenschutzstandard haben. 78% beklagen Rechtsunsicherheiten, 68% strenge Datenschutzbestimmungen, die die Digitalisierung erschweren. Und 61% in Deutschland sagen, Deutschland, die Bundesregierung, übertreibe es mit dem Datenschutz. Und als wäre diese Zahl 61% nicht schon schlimm genug, ist es 11% mehr, als das im Vorjahr gesagt haben. Und das hängt auch mit schildbürgerähnlichen Vorfällen manchmal zusammen, die wir hier in Deutschland zu beklagen haben. Und ein Beispiel will ich mal bringen. Da melden sich Jobcenter aus Hamburg und beklagen, dass ihre Kunden die verschlüsselten Kommunikationswege nicht nutzen können, weil sie Kosten für Zertifikate nicht aufbringen können, weil sie die Infrastruktur, IT-Infrastruktur nicht haben und weil ihnen einfach das Know-how fehlt. Und dann sagt der Hamburger Datenschutzbeauftragte, ganz praktikabel, ja Mensch, wenn die Behörde einen Kommunikationsweg verschlüsselt vorhält, aber die betreffenden Personen einwilligen, kann auch weiterhin kommuniziert werden über E-Mail. Herr Kälber nimmt das zur Kenntnis und sagt, auf gar keinen Fall. Wozu führt das? Menschen, die Hilfe beantragen, die Maßnahmen brauchen und vielleicht einfach nur kurze Mitteilungen machen wollen, können mit den Jobcentern nicht mehr in Kontakt treten. Wir verlieren diese Menschen, und es wird überall Diskriminierung beklagt. An dieser Stelle muss man sagen, diskriminiert die enge Auslegung des Datenschutzes Menschen, die Hilfe des Staates brauchen. Das muss anders werden in der Umsetzung. Und die Umsetzung des Datenschutzes ist auch innovationsfeindlich. Und das sagt nicht nur ich, das sagt auch wieder die Umfrage des Bitkom. Die 98%, ich habe die Zahl dreimal gelesen, weil ich sie nicht glauben konnte, 98% der befragten Unternehmen haben gesagt, bei ihnen sei schon mal ein Innovationsprojekt gescheitert oder gar nicht erst in Angriff genommen worden wegen datenschutzrechtlicher Hürden. Und 93% dieser Befragten sagen, es sind Unklarheiten im Umgang. Und das bei einem Datenschutzbeauftragten, der auch
die Aufklärung in der Jobbeschreibung hat. Das Datenschutzverständnis von Herrn Kelber in Teilen, aber auch der Ampel, gefährdet ganz konkret Wohlstand und auch wirtschaftliche Prosperität in diesem Land. Und das muss anders werden. Und Schlussbemerkung, weil mir das wichtig ist, auch innenpolitisch. Sie streiten wie die Kesselflicker in der Ampel seit nunmehr fast einem Dreivierteljahr über die Frage, wie Sie umgehen mit Hinweisen auf Kinderpornografie und Kindesmissbrauch im Netz. Hinweise, die wir aus den USA überwiegend kriegen, was ja für sich schon spricht. Frau Faeser will die Vorratsdatenspeicherung. Dann heißt es aus der FDP Quick Freeze. Seit einem Dreivierteljahr kann man Hinweisen in Teilen jedenfalls nicht nachgehen. Jeder zehnte Hinweis geht uns durchs Netz, weil wir IP-Verbindungsdaten nicht speichern, obwohl der EuGH dies zur Bekämpfung schwerer Kriminalität ausdrücklich zugelassen hat. Sie sind hier untätig und stattdessen legt Herr Kelber in seinem Bericht mit der Streichung der Antiterror-Datei beispielsweise oder der Rechtsextremismus-Datei Vorschläge vor, die die Sicherheitsbehörden auch hier jedenfalls nicht stärken. Wo sind die Vorschläge der Ampel zur Bekämpfung solcher schwerer Kriminalität? Hier wird Datenschutz verkehrt, Datenschutz ist gut, die Anwendung sicherlich nicht. Danke. Die nächste Rednerin ist Ms. Bakan für Bündnis 90 Die Grünen. Ich fange einfach mal an. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kollegin, sehr geehrter Herr Professor Kelber. Wann immer es heißt, irgendetwas Sinnvolles geht nicht wegen Datenschutz, dann liegt es sicher nicht am Datenschutz. Kelbers Law, also Kelbers Gesetz. So hatte der Netzaktivist Padelun diese Weisheit nach Ihnen benannt, Herr Kelber. Noch heute, 2 Jahre später, genau hier, vor wenigen Minuten, können wir es wiedersehen. Wann immer die Rede von einem vermurksten Digitalprojekt ist, wird die Schuld den Datenschützenden in die Schuhe geschoben. Und schaut man sich aber die lange Liste der gescheiterten IT-Großprojekte an, die wir in der Vergangenheit hatten, die E-Mail, der digitale Führerschein oder die verschlafene Digitalisierung der Verwaltung, dann kann man sagen, selbstverständlich lag das nicht an bockigen Datenschützern. Bei genauer Betrachtung ist sogar das Gegenteil der Fall. Datenschützende sind keine Blockierer, sie sind vielmehr Ermöglicher für eine vertrauensvolle und für eine gelungene Digitalisierung und tragen viel dazu bei, dass IT-Projekte trotz aller Herausforderungen erfolgreich umgesetzt werden können. Ein von vornherein mitgedachter und bestenfalls schon in der Technik verarbeiteter Datenschutz by Design ist die Grundlage für eine gelungene Digitalisierung. Und daher möchte ich Ihnen, dem Bundesbeauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit und Ihrem gesamten Haus für die unermüdliche Mühe und den Einsatz zum Schutz unserer Grundrechte sehr herzlich danken. Der 31. Tätigkeitsbericht zeigt die enorme Bedeutung der beharrlichen Arbeit des BFDIs und auch die bestehenden Missstände, die wir als Gesetzgebende natürlich dringend angehen werden und müssen. Und dass wir heute hier im Plenum überhaupt zum allerersten Mal über einen Tätigkeitsbericht sprechen, zeigt die gewachsene Anerkennung, die wir in diesem Parlament haben für das Thema Datenschutz und Informationsfreiheit. Starke Datenschutzbehörden im Bund und in den Ländern sind elementar für die Grundrechte. Wir freuen uns deshalb, dass wir darüber sprechen können. Aber in der Öffentlichkeit noch zu wenig aufgeführt, hat die Kollegin vorhin schon gesagt, ist das zweite Aufgabenfeld, die Informationsfreiheit. In einem modernen Staat sollte es selbstverständlich sein, dass Daten öffentlich zugänglich sind. Es sollte selbstverständlich sein, dass es eine bessere demokratische Kontrolle gibt und natürlich auch, dass es wirtschaftliche Mehrwerte gibt, die dadurch geschaffen werden. Und es kann deshalb auch nicht sein, dass der Staat in der konkreten Form der Bayerischen Vermessungsbehörde BürgerInnen auf Unsummen verklagt, wenn diese mit Steuergeld erhobene Daten weiterverwenden und zur Verfügung stellen. Also es braucht ein Transparenzgesetz und wir brauchen das auch, um die Verwaltung zu entlasten. Der Tätigkeitsbericht verdeutlicht, dass Datenschutz nicht nur etwas Technisches ist, sondern Menschen schützt. Im Gesundheitsbereich, wenn es um die Krankheitsgeschichte geht, bei Smartphones und Smart Homes, wenn es um unsere Lebensgewohnheiten geht und natürlich auch bei der Nutzung von sozialen Medien. Und zuletzt ist gerade auch das Thema medizinische Daten ein Thema gewesen, was viel diskutiert worden ist. Gut, dass das ein Schwerpunkt ist in diesem Tätigkeitsbericht.
Bei Digitalisierung und Gesundheit herrscht ganz oft das Narrativ, dass Datenschutz wichtige Forschung blockieren würde. Manche rauen sogar, Datenschutz kostet Menschenleben. Das ist eine unerhörte Behauptung. Die Gesundheitspolitiker klatschen, das freut mich an der Stelle auch. Viel eher ist ja das Gegenteil der Fall. Datenschutz ist Menschenschutz und eine unsachgemäße Verwendung von sensiblen Gesundheitsdaten kann gravierende Folgen haben, die wir verhindern möchten. Es ist also wichtig, dass Menschen ihren ÄrztInnen vertrauen, diese Daten überhaupt weiterzugeben. Datenschutz ist also nicht nur ein notwendiges Übel, sondern die Voraussetzung für eine menschenzentrierte wissenschaftliche Forschung. Nur wenn die betroffenen Menschen Vertrauen haben, Vertrauen auf einen sorgfältigen Umgang mit ihren Daten, sind sie bereit, diese auch mit der Forschung zu teilen. Daher ist es von größter Bedeutung, dass sowohl WissenschaftlerInnen als auch Datenschützende eng zusammenarbeiten, um den bestmöglichen Schutz für Daten zu gewährleisten und gleichzeitig die Potenziale für wissenschaftliche Forschung im Gesundheitsbereich zu nutzen. Forschung und Datenschutz ist also im Kern gleich. Beiden ist es wichtig, das Wohl der Menschen in den Mittelpunkt zu stellen. Und dementsprechend ist es auch ein Widerspruch, der hier aufgemacht wird, zu sagen, das eine geht nur nicht mit dem anderen und man muss schauen, wie man da zusammenkommt. Beides geht nicht. Das stimmt nicht. Auch weil Datenschützende bewiesen haben, dass sie nicht nur Kritik üben können, sondern auch konstruktiv beraten können und konstruktiv unterstützen können im Bereich der Forschung. Zusammengefasst, der Tätigkeitsbericht zeigt, den alles blockierenden Datenschützer gibt es nicht. Das ist ein Mythos. Und es an der Stelle auch adressiert an die CDU, wieder als Sündenbock für die verkorkste Digitalpolitik zu verwenden, ist an der Stelle traurig. Ich empfehle, den Tätigkeitsbericht zu lesen. Vielleicht hilft das und macht dann an der Stelle auch mal Freude, in sich zu gehen. Und vielleicht kann man Kälbers Law noch einen weiteren Paragraphen hinzufügen. Wann immer ein IT-Projekt erfolgreich gelaufen ist, war der BFDI von Anfang an mit eingebunden. Vielen Dank. Steffen Janich hat das Wort für die AfD-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren! In einer Zeit, in der der ehemalige Vizekanzler im Kabinett Merkel der ehemaligen Bundeskanzlerin das Großkreuz des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland in besonderer Ausführung verleiht, in einer Zeit, in der der Präsident des Bundesverfassungsgerichtes mit eben dieser Bundeskanzlerin gemeinsam essen geht und wo der Verfassungsschutzpräsident die Begehung von Straftaten durch Klimakleber als Anerkennung für das politische System uminterpretiert, da freue ich mich über jeden einzelnen Staatsdiener, für den die Achtung vor seinem Amt noch mehr bedeutet als nur einen Kotau vor der jeweiligen Bundesregierung. Der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit hat die Aufgabe, über die Wahrung der datenschutz- und informationsrechtlichen Bestimmungen durch alle Behörden des Bundes zu wachen. Wenn man sich den Tätigkeitsbericht 2022 durchliest, kommt man zu dem Schluss, dass Herr Ulrich Kälber seinen gesetzlichen Auftrag durchaus ernst nimmt. Denn das, was er schreibt, ist in allen Bereichen vielsagend und stellt das Handeln der Bundesregierung infrage. Das Bundespresseamt konnte auf Anforderung nicht nachweisen, dass es als Verantwortlicher einer Facebook-Fanseite der Bundesregierung die Grundsätze des Datenschutzrechts einhält. Insbesondere mangelte es an einer Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung. Es ist daher nur konsequent, dass der Bundesdatenschutzbeauftragte den Betrieb dieser Fanseite eingestellt hat. Einer empfohlenen Überprüfung der datenschutzrechtlichen Meldewege bei Impfungen gegen Corona ist die Bundesregierung nicht nachgekommen. Auch die Nutzung künstlicher Intelligenz im Bereich der klassischen Polizeiarbeit, sei es in der Gefahrenabwehr oder in der Strafverfolgung, bedarf in Zukunft klarer rechtlicher Grundlagen. Gerade im Hinblick auf die Gesetzgebung durch die Europäische Union kritisiert der Bundesdatenschutzbeauftragte zum wiederholten Male, dass der Datenschutz zu oft zu spät mitbedacht wird. Die geplante EU-Verordnung zur Chatkontrolle lehnt der Bericht grundsätzlich ab, weil sie zumindest in der aktuellen Fassung nicht grundrechtskonform ist. Ich hoffe, dass unsere Frau Bundesinnenministerin in ihrer Wahlkampfvorbereitung bei der hessischen Landtagswahl, wo ist er eigentlich, noch Zeit finden wird, Folgendes zur Kenntnis zu geben. Auch
Auch die Inlandsgeheimdienste sind an Recht und Gesetz gebunden. Und das Bundesamt für Verfassungsschutz begeht fortgesetzt datenschutzrechtliche Verstöße. Ebenso empfiehlt der Bundesdatenschutzbeauftragte unmissverständlich, das Sicherheitsüberprüfungsgesetz zu reformieren und ein Gesamtkonzept für Personenüberprüfung zu entwickeln. Der Anwendungsbereich des SÜG muss neu definiert werden, anstatt wie bisher sicherheitsrelevante Personen entweder unterschiedlich oder gleich mehrfach überprüfen zu lassen. Das Gesetz sollte klarstellen, ob nun der militärische Abschirmdienst oder das Bundesamt für Verfassungsschutz für die Überprüfung von Reservisten zuständig sein sollen. Und noch einen weiteren Punkt finde ich sehr mutig von unserem Bundesdatenschutzbeauftragten. Die Antiterror-Datei und die einseitig ausgerichtete Rechtsextremismus-Datei haben einen nur äußerst geringen Nutzwert gezeigt. Linke Symbolpolitik ist eben keine legitime Regierung, Rechtfertigungsgrundlage für weitreichende Grundrechtseingriffe. Beide Dateien sollen nach der Empfehlung des Bundesdatenschutzbeauftragten abgeschafft werden. Und wie es sich für eine Führungskraft gehört, hat der Bundesdatenschutzbeauftragte ausdrücklich seine Mitarbeiter gelobt. Die AfD-Bundestagsfraktion dankt diesen engagierten Mitarbeitern ebenfalls für diesen guten Bericht. Wir nehmen ihn als Ansporn für unsere parlamentarische Arbeit. Vielen Dank. Manuel Höferlin hat das Wort für die FDP-Fraktion. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Datenschutz und Informationsfreiheit sind Teil des Fundaments einer wehrhaften Demokratie, gerade in Zeiten der Digitalisierung. Und entsprechend wichtig ist die Arbeit des Bundesbeauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit sowie auch der vorliegende Tätigkeitsbericht für uns heute. Denn als starker Rechtsstaat ist es unsere Aufgabe, die auch diffizile Balance zwischen Sicherheit und Freiheit, auch gerade im Digitalen, zu bewahren. Und eine Aufgabe übrigens, die 16 Jahre lang bei der Union mit einer Liebe zu vielfältigen Überwachungsmaßnahmen nicht gerade einfacher wurde. Und Herr Henrichmann, weil Sie die verfassungswidrige Vorratsdatenspeicherung auch wieder ausgepackt haben, wie zu jedem Anlass, es sind Sie, die es nicht geschafft haben, 16 Jahre lang ein geeignetes Instrument zu finden, um die Darstellung, die sexuelle Darstellung von Kindesmissbrauch zu bekämpfen. Sie haben es nicht geschafft. Und deswegen ist es albern und falsch zu behaupten, dass wir seit einem Jahr darum ringen, eine richtige Lösung wie Quick Freeze, und das wird kommen, das ist vereinbart im Koalitionsvertrag, voranzubringen, weil Sie haben es 16 Jahre nur zu wiederholten verfassungswidrigen Gesetzen gebracht und Sie sind immer wieder gegen die Wand geknallt und wir machen das eben anders. Auch beim Thema Chatkontrolle wird Herr Höferlin, möchten Sie denn eine Zwischenfrage von Herrn Henrichmann zulassen? Unbedingt. Die Freude ist groß hier. Danke. Aber danke auch fürs Zulassen der Zwischenfrage. Ich möchte aber noch mal nachfragen, ob Sie zur Kenntnis genommen haben, geschätzter Kollege, dass ich nicht die Vorratsdatenspeicherung ins Spiel gebracht habe, sondern ein Zitat von Frau Faeser ins Spiel gebracht habe, die die Vorratsdatenspeicherung in der SZ gefordert hat, worauf es hieß, Grüne und FDP sauer. Zitat aus der Ich habe gesagt, dass wir das Urteil des EuGH nutzen wollen, wonach nämlich die IP-Adressen zur Bekämpfung schwerer Straftaten, und das ist Kindesmissbrauch ohne Zweifel, die wollen wir nutzen. Ich habe nicht von Vorratsdatenspeicherung gesprochen, sondern nur von dem Spielraum, den der EuGH uns nutzt. Haben Sie das zur Kenntnis genommen? Dankeschön. Lieber Kollege Henrichmann, ich danke Ihnen für die Frage, denn sie gibt mir die Möglichkeit, noch mal darzustellen, wie falsch Sie mit dem, was Sie unterstellen, liegen. Erstens kommentiere ich keine Bewertungen irgendwelcher Journalisten, denn wir haben auch eine Pressefreiheit und nicht nur eine Informationsfreiheit. Deswegen dürfen die gerne kommentieren, wie sie möchten. Zweitens, das EuGH-Urteil gibt eine Fülle von Möglichkeiten, nämlich 4 Stück, wie man die Bekämpfung schwerer Straftaten angehen kann. Eine davon ist die Möglichkeit, IP-Adressen zu speichern. So sagt das EuGH für den Bereich der Europäischen Union. Das ist explizit das, was wir im Koalitionsvertrag nicht vereinbart haben, zumal der Vorschlag, den Sie immer wieder ins Spiel bringen, weit über das EuGH-Urteil hinausgeht. Denn nämlich das EuGH-Urteil beschreibt nämlich auch im
äußerst zwingenden Maße. Und Ihr Vorschlag spricht immer von 6 Monaten. Das ist eine Formulierung, die meines Erachtens vor der nächsten Verfassungswidrigkeit stehen würde. Und das ist ja auch genau der Erfahrungswert, den Sie 16 Jahre lang gehabt haben. Sie haben immer Gerichtsurteile des Verfassungsgerichts genommen, sind bis zum äußersten Grenze des Möglichen und ein Stück darüber hinausgegangen und sind jedes Mal erneut mit dem Kopf gegen die Wand geknallt. Und die Fortschrittskoalition wird das nicht tun, weil das kommt nämlich dem Ziel, das wir alle übrigens verfolgen, nämlich Kinder zu schützen, Terroristen zu bekämpfen. Das kommt nämlich dem Ziel kein Stück näher, weil die Polizisten, die Staatsanwaltschaften kein wirksames Instrument haben, in der Hand haben, um dagegen vorzugehen. Und genau das wollen wir ändern. Der zweite Punkt ist, wir wollen Quick Freeze. Und das ist eine weitere Möglichkeit, die der EuGH explizit vorgibt in seinem Urteil, nutzen. Das heißt, wir tun genau das, was Sie gerade gesagt haben. Wir nutzen eine der Möglichkeiten, die der EuGH vorgibt. Wir nehmen eben eine andere als Sie. Und das ist, glaube ich, im politischen Diskurs auch rechtens, dass man das möchte, dass man das umsetzt, was man vereinbart hat und machen möchte und nicht das, was Sie recht haben. Sie können das ja vorschlagen wollen. Ich glaube, wir sind auf dem richtigen Kurs und Sie nicht. Meine Damen und Herren, auch beim Thema Chatkontrolle wird der vorliegende Tätigkeitsbericht deutlich. Die Bundesregierung soll auf eine erhebliche und grundrechtskonforme Überarbeitung des Verordnungsentwurfs drängen. Und ich habe es im Januar bereits gesagt, an anderer Stelle und auch an verschiedenen Stellen immer wieder, die Chatkontrolle wäre der größte Dammbruch der Vertraulichkeit der Kommunikation seit der Erfindung des Internets. Und deshalb ist es gut, dass die Bundesregierung nun auch eine Stellungnahme zur sogenannten CSA-Verordnung verabschiedet hat, in der klar und deutlich auf die Einhaltung der Grundrechtsstandards bestanden wird. Und ich gehe fest davon aus, dass die Bundesregierung sich, wie auch im Koalitionsvertrag übrigens vereinbart und von dem Bericht des Bundesdatenschutzbeauftragten gefordert, für die informationelle Selbstbestimmung der Menschen einsetzt und auch eine anlasslose Überwachung ablehnt. Im Koalitionsvertrag haben wir als Fortschrittskoalition auch festgehalten, dass wir allgemeine Überwachungspflichten und Maßnahmen wie zum Beispiel das Scannen privater Kommunikation ablehnen. Einer der vielen Gründe hierfür ist die Tatsache, dass die Summe der verschiedenen Überwachungsmaßnahmen für die Bürgerinnen und Bürger in den letzten Jahrzehnten massiv zugenommen hat. Und wir als Freie Demokraten, für uns ist klar, so viel wie nötig, aber eben so wenig wie möglich. Und dafür braucht es auch eine Übersicht der Summe der Maßnahmen zum aktuellen Zeitpunkt und auch fortlaufend fortgeschrieben. Und Sie ahnen, worauf ich hinaus möchte, nämlich auf die Überwachungsgesamtrechnung. Und diese haben wir auch in den ersten Schritten auf den Weg gebracht. Und sie wird kommen, denn sie ist eine wichtige Maßnahme, um Bürgerrechte gerade auch im digitalen Raum als Fundament unserer wehrhaften Demokratie sicherzustellen und die Freiheit des Einzelnen und somit der Gesellschaft im Ganzen zu schützen, indem sie eben dort, wo es richtig ist, auch die Macht des Staates begrenzt. Und alle Punkte, die Sie, liebe Kolleginnen und Kollegen der Union, in den letzten 16 Jahren eher stiefmütterlich behandelt haben, getreu nach dem Motto, wer nichts zu verbergen hat, das sind eben Bürgerrechte und die gelten auch im Digitalen. Und wer weiß, dass er jederzeit überwacht wird oder jederzeit überwacht werden kann, der verhält sich anders und er verhält sich auch eben nicht mehr frei. Und das passt nicht zu einer liberalen, freien Gesellschaft, in der wir sind. Und selbst wenn er tatsächlich nichts zu verbergen hat, verhält er sich anders. Und genau das wollen wir nicht zulassen, meine Damen und Herren. Eine Privatsphäre ist aber eben nicht nur ein Offline-Recht, sondern und gerade in Zeiten der Digitalisierung ein Teil des Fundaments einer offenen Gesellschaft. Und an dieser Stelle möchte ich auch, wie meine Vorrednerinnen und Vorredner, Ulrich Kelber in seiner Funktion als Datenschutzbeauftragter herzlich danken, der mit seinem Haus auch für unsere liberale Gesellschaft für den Einsatz der Bürgerrechte offline wie online kämpft und dies auch bestätigt. Und wir Freie Demokraten sind davon überzeugt, dass Datenschutz heute mehr denn je auch die Ausübung des informationellen Selbstbestimmungsrechts ist. Deswegen glaube ich auch in den Umfragen, die zitiert wurden, Datenschutz wird negativ oft kommentiert, aber eigentlich ist das Datenschutzrecht, das Datenrecht heute, ein Ausübungsrecht auf informationelle Selbstbestimmung, Nutzung oder Nichtnutzung der Daten. Darüber sollen die Menschen entscheiden können. Und es ist gut, dass wir in dem Bericht ganz konkrete Handlungsempfehlungen auch bekommen haben. Lassen Sie uns diese angehen. Herzlichen Dank. Martina Renner spricht jetzt für die Fraktion Die Linke. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen der Demokratischen Fraktion!
Wie oft hört man heute auch hier im Haus aus der CDU/CSU, Datenschutz und Informationsfreiheit, sie seien hinderlich, störend und teuer. Es sollte heißen, sie sind wichtig, richtig und deren unabhängige und effiziente Kontrolle mehr als notwendig. Der Bundesbeauftragte und seine MitarbeiterInnen verdienen daher Anerkennung für ihre Beharrlichkeit und ihren Einsatz zum Schutz von Grundrechten. Der aktuelle Bericht stellt auch dieser Bundesregierung, die sich selbst fortschrittlich wähnt im Thema Datenschutz, kein brillantes Zeugnis aus. Ich möchte das an zwei Beispielen konkretisieren. Erstens, die Möglichkeiten zur Überwachung von Beschäftigten entwickeln sich rasant. Der Arbeitsalltag ist zunehmend, ob im Homeoffice, dem Akkord in der Lagerlogistik oder im harten Job der Lieferdienste, von umfassender Kontrolle durchdrungen. Mit Datenerfassung und Auswertung soll die effiziente Ausnutzung der Arbeitskraft und damit der Profit maximiert werden. Wir als Linke, wir fordern daher mehr Kontroll- und Prüfbefugnisse für die Betriebsräte, aber auch die Datenschutzbehörden bei jeder Form von Überwachung in Unternehmen. Es geht hier, und so ist unsere Meinung, um kollektive Rechte der Beschäftigten. Der Schutz vor umfassender Überwachung im Unternehmen ist für uns eine soziale Frage. Zweites Beispiel. Die Datenarchitektur der Sicherheitsbehörden ist eine Dauerbaustelle. Immer wieder stellen die Datenschutzbeauftragten fest, dass Daten von tausenden Bürger und Bürgerinnen illegal gespeichert werden. So auch in diesem Bericht. Die Ampel hat versprochen, mit intransparenter und überbordender Datenverarbeitung in den Behörden aufzuräumen. Passiert ist bisher nichts. Und um noch eins draufzusetzen, gibt es Überlegungen, die US-Software Palantir zu beschaffen, die gesammelte Daten, egal auf welcher Grundlage, auch auf fragwürdigen erhoben, durchsucht, abgleicht und Verbindungen herstellt. Ich denke, hier muss ein Riegel vorgeschoben werden. Es zeichnet sich also ab, dass uns hier weitere harte, auch inhaltliche Auseinandersetzungen um den Schutz von Grundrechten bevorstehen. Wir werden als Linksfraktion hier weiter durch parlamentarische Anfragen und Initiativen aktiv aufklären und gegenhalten. Vielen Dank. Mechthilde Wittmann hat jetzt das Wort für die CDU/CSU-Fraktion. Frau Präsidentin, Herr Staatssekretär, meine lieben Kolleginnen und Kollegen! Lassen Sie mich zunächst auf einen Punkt eingehen, den wir in der vorigen Debatte hatten. Wir haben in der vorigen Debatte über die Frage des Wirtschaftsstandorts Deutschland debattiert und die Bürokratie, die ihn an der einen oder anderen Stelle in erheblichem Maße hemmt. Und wie passend, dass wir danach über den Datenschutz sprechen. Ich habe mir genau wie mein Vorredner Marc Henrichmann rausgesucht, was eigentlich unsere Unternehmen zum Datenschutz sagen, überall da, wo sie ihn sehr wohl akzeptieren und auch in sehr guter Art und Weise umsetzen, aber einige wenige Anforderungen an uns haben, die wir offenkundig nicht gewillt sind umzusetzen, und dies insbesondere nicht mehr, seit die Ampel sich ja um jede Kleinigkeit streiten muss, wenn es um den Datenschutz geht. So wird beispielsweise erbeten, dass von mindestens 94% der Unternehmen, dass diese vielen Sonder- und Spezialvorschriften vom Datenschutz zueinander geführt werden und dass die DSGVO nicht einfach immer weitere Versuche unternimmt, Regulierungen einzuführen, die keine Effizienz haben, sondern dass sie entsprechend angepasst und weitergeführt wird. Und wenn Sie von Fortschritt reden, dann sollten Sie auf diesem Gebiet einmal fortschreiten, meine sehr verehrten Damen und Herren. Aber lassen Sie mich vor allen Dingen auf ein Thema kommen, das ich eigentlich gar nicht ansprechen wollte, aber das nun mal jetzt einfach noch einmal zwingend der Erwähnung bedarf. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wenn wir davon sprechen, dass Daten unsere Bürgerinnen und Bürger schützen sollen, dann sollen sie in erster Linie eines tun. Datenschutz muss so verwirklicht werden, dass er diejenigen, die sich nicht wehren können, schützt, dass er unsere Kinder schützt.
Das, was Sie uns in der Ampel derzeit abliefern, dieser unglaubliche Streit, mit dem Frau Faeser sich jede Woche beschäftigen muss, denn sie hat verstanden, Kinderschutz funktioniert nur, wenn Daten gespeichert werden können, wenn Chatverläufe abgescannt werden können, danach, ob sie entsprechendes Material enthalten oder nicht, nur dadurch kann geschützt werden. Ein Kind, das missbraucht wird, ist traumatisiert für sein Leben. Aber wenn es die Tat überwinden kann, dann kann es nicht überwinden, wenn es im Netz gelandet ist und nie mehr zu tilgen ist. Und genau deswegen müssen wir dem entgegenwirken. Und hierfür haben Sie nicht nur keinen Vorschlag, sondern ausgerechnet Sie von der FDP stemmen sich mit aller Macht dafür. Und ich darf Ihnen Ihre Heuchelei mal vor Augen halten. Der Datenschutzbeauftragte, dessen Bericht ich übrigens durchgelesen habe, Frau Kahn, Ihren Worten, sie ist gar nicht mehr da, konnte ich entnehmen, sie nicht, aber macht nichts, ah, da ist sie, entschuldigen Sie. Sonst wüssten Sie, wie es mit den Forschungsdaten aussieht, aber egal. Der Datenschutzbeauftragte sagt, die Facebook-Fanpages sollten dringend abgeschalten werden, weil sie ein Einfallstor sind für das Abgreifen von Daten jeglicher Nutzer, die sie besuchen überhaupt nur und sonstiger. Und gleichzeitig hat aber jeder, bis auf zwei ihrer Abgeordneten, eine Fanpage, jedes FDP-geführte Ministerium und natürlich auch Herr Buschmann. Wie unglaublich verheuchelt ist es, davon zu sprechen, zum Schutz der Kinder darf nichts, aber auch nichts unternommen werden und selbst das größte Einfallstor für Datenmissbrauch zu sein. Vielen Dank. Anna Kasautzki ist die nächste Rednerin für die SPD-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe KollegInnen der demokratischen Fraktionen, sehr geehrte Damen und Herren. Es gibt Menschen, für die ist der Datenschutz was Ärgerliches, was nervt und Sachen erschwert. Deswegen stelle ich mal eine polemische Frage vorweg. Was hat der Datenschutz jemals für uns getan? Was macht der Datenschutz eigentlich? Der Datenschutz befasst sich mit sogenannten personenbezogenen Daten, und zwar nur mit diesen. Das sind Daten, die mich entweder direkt identifizieren, mein Name, oder Daten, durch die ich identifizierbar bin, beispielsweise meine Wohnadresse, meine Sozialversicherungsnummer, meine Telefonnummer oder E-Mail-Adresse. Auch besonders sensible Daten über mich sind davon erfasst, wie beispielsweise Gesundheitsdaten, meine Herkunft, religiöse Überzeugung oder meine sexuelle Orientierung. Daten also mit einem erhöhten Risiko für Datenmissbrauch oder Diskriminierung. Das sind Informationen über mich, die ich nicht einfach frei im Netz haben möchte. Das geht niemandem was an. Das ist privat. Diese Daten dürfen nur mit meiner expliziten Zustimmung erfasst und verarbeitet werden. Der Schutz unserer Privatsphäre ist einer der wesentlichen Bausteine unserer freiheitlichen Demokratie und leitet sich direkt aus den ersten Artikeln unseres Grundgesetzes ab. Der Datenschutz sorgt aber auch dafür, dass genau diese Daten besonders gut geschützt sein müssen, wenn sie denn erfasst sind. Was hat der Datenschutz also für uns getan? Er schützt nicht Daten, er schützt Menschen. Er schützt die Privatsphäre und informationelle Selbstbestimmung von jedem und jeder Einzelnen von uns, vor Unternehmen, aber auch vor staatlichen Stellen. Und gerade in einer digitalen und schnelllebigen Welt ist das wichtiger denn je. Jetzt haben wir geklärt, was der Datenschutz eigentlich macht. Aber warum verhindert er denn vermeintlich Projekte? Ich zeichne mal vier Szenarien auf. Szenario 1. Man hat keine Lust, sich einem Problem zu widmen und schiebt den Datenschutz vor. Hier ist nicht der Datenschutz das Problem, sondern die Tatsache, dass man ihn als Ausrede benutzt. Szenario 2. Man hat das Problem nicht verstanden und glaubt fälschlicherweise ein Datenschutzproblem zu haben. Auch hier ist nicht der Datenschutz das Problem, sondern das mangelnde Verständnis, aber es gibt einen Lösungskorridor. Szenario 3. Man hat ein Datenschutzproblem, das man mit dreimal Umdenken lösbar wäre, es dauert aber halt länger. Auch hier ist nicht der Datenschutz das Problem, sondern die Grundkonzeption. Aber hey, auch hier, das ist lösbar. Szenario 4. Man hat wirklich ein Datenschutzproblem, das auch mit einer Umstrukturierung nicht lösbar ist. Dann sollte man vielleicht noch mal in sich gehen und überlegen, ob nicht vielleicht das gesamte Projekt eine schlechte Idee ist. Denn es geht hier um personenbezogene Daten, Daten, die uns direkt oder indirekt identifizieren. Das mag unbequem für alle sein, die an unseren Informationen interessiert sind. Aber ich für meinen Teil bin sehr froh, in einer freiheitlichen Demokratie zu leben, die meine Privatsphäre und Rechte schützt. Da,
wo wir personenbezogene Daten verarbeiten müssen, sollten diese nicht nur sicher abgelegt sein, sondern man muss mit ihnen auch sparsam umgehen. Nur die Daten erheben, die unbedingt notwendig sind und auch nur so lange es unbedingt notwendig ist. Und für alle datenverarbeitenden Systeme müssen zwei Grundprinzipien gelten. Erstens, Security and Privacy by Design. Dieses Prinzip bedeutet, dass Datenschutz und Sicherheit von Anfang an in Produkten, Dienstleistungen und Systemen berücksichtigt werden. Statt später irgendwie mit reingedrückt zu werden, sind sie Teil des Entwurfs und der Entwicklung. Dadurch wird sichergestellt, dass Sicherheitsmaßnahmen und Datenschutzregeln in der gesamten Architektur integriert sind und mögliche Risiken minimiert werden. Und das zweite Prinzip ist Privacy by Default. Das heißt schlichtweg, dass die Standardeinstellung von Systemen, Anwendungen oder Dienstleistungen den Datenschutz der BenutzerInnen gewährleisten. Ich muss also nicht erst in den Einstellungen wühlen, um die richtigen Dinge auszuwählen, sondern es ist standardmäßig ab der ersten Anmeldung so. Beispielsweise könnten soziale Netzwerke standardmäßig Profile auf privat stellen, damit nur FreundInnen oder bestätigte Kontakte auf die Informationen zugreifen können. Ich müsste dann das Profil aktiv öffentlich stellen, wenn ich es denn möchte. Wir wissen jetzt also, wie es laufen sollte. Das tut es aber leider nicht immer. Die Datenschutzvorfälle und daraus resultierenden Konsequenzen aus dem letzten Jahr sind im Bericht des Bundesdatenschutzbeauftragten zusammengefasst, den auch ich zur Lektüre wärmstens empfehlen kann. Und zum Ende meiner Rede möchte ich nicht nur unserem Bundesdatenschutzbeauftragten, Professor Ulrich Kelber, für diesen Bericht, sondern auch ihm und seiner Behörde für die hervorragende Arbeit danken. Wir können uns glücklich schätzen, dass wir in Deutschland die Institution des BFDI haben. Unabhängig und selbstbewusst beaufsichtigt er die öffentlichen Stellen des Bundes und die Telekommunikationsanbieter dieser Republik. In seiner Arbeit zeigt sich immer wieder, es ist möglich, Daten und damit uns als BürgerInnen und unsere Grundrechte zu schützen. Projekte werden nicht von vornherein ausgeschlossen, sondern wir versuchen gemeinsam Wege zu finden, wie sie datenschutzkonform umsetzbar sind. Wir als PolitikerInnen sind gut beraten, uns den Einschätzungen des Bundesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit zu aktuellen Gesetzesvorhaben zu Herzen zu nehmen und ihn und seine Behörde von Anfang an in unsere Planung mit einzubeziehen und nicht erst, wenn die Architektur schon steht. Herzlichen Dank. Philipp Amthor hat das Wort für die CDU-CSU-Fraktion. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, es ist doch ganz schön, dass wir uns so am Freitagnachmittag dann noch so einer Schwarzbrotdebatte stellen zu der Frage Jahresbericht des Datenschutzbeauftragten. Und ich freue mich auch, dass alle betont haben, wie wichtig diese Debatte ist, wie wichtig die Arbeit des Bundesdatenschutzbeauftragten ist. Ich will Ihnen dann schon aber auch sagen, wenn es Ihnen von der Ampel so wichtig gewesen wäre, wie Sie es hier betonen, dann hätten Sie doch auch mal dafür Sorge tragen können, dass Sie diesen Tagesordnungspunkt dann aufsetzen, wenn vielleicht die für das materielle Datenschutzrecht zuständige Innenministerin Frau Faeser auch mal Zeit entbehren kann oder wenn vielleicht wenigstens der Datenschutzbeauftragte nicht in der Sonne Italiens, sondern vielleicht im deutschen Parlament ist. Das wäre doch auch angebracht gewesen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ja, das ist ja gut, wenn er dann auf einer Datenschutzkonferenz ist, die geht 4 Tage, da hätte man dann ja vielleicht auch mal zurückreisen können. Ich finde jedenfalls wichtig, wenn dieser Bericht hier im Deutschen Bundestag debattiert wird, dass das auch die entsprechende Wertschätzung der Bundesregierung hat. Ich will inhaltlich aber 3 Punkte beitragen. Wir haben in der Tat zuvor über Bürokratieabbau gesprochen und es beschwert mich schon, dass die ganze Frage der Bürokratie, und da ist die Datenschutzgrundverordnung ja nun verdient oder unverdient, aber jedenfalls ein Sinnbild für ein Bürokratiemonstrum, nicht nur für Unternehmen, sondern auch für viele Vereine, für viele ehrenamtlich Aktive in unserem Land. Wenn man sich dieses Themas wenigstens mal annehmen würde und auch die Bereitschaft hätte, Bürokratie im Datenschutz abzusatteln. Wir haben dazu als Union einige Vorschläge gemacht. Wieso müssen Unternehmen, die in mehreren Bundesländern verschiedene Betriebsstätten haben, mehrere Landesdatenschutzbeauftragte als Stellen haben. Wieso kann man das nicht vereinheitlichen? Und wieso entfaltet Herr Kelber nicht mal ein bisschen Kraft dafür, die Bürokratie im Datenschutz abzusatteln? Das würde der Akzeptanz der ganzen Sache helfen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und genauso ist es wichtig, dass Datenschutz nicht zum Täterschutz wird. Deswegen brauchen wir auch in der Sicherheitspolitik nicht im Deckmantel des Datenschutzes
immer wieder Abwehrdiskussionen gegen notwendige Befugnisse wie etwa die IP-Adressenspeicherung. Wir brauchen nicht Ihre Abwehrkämpfe mit irgendwelchen Kunstfiguren wie der Überwachungsgesamtrechnung, während es keine Bedrohungsgesamtrechnung gibt. Datenschutz darf nicht zum Täterschutz werden, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und schließlich und letztlich, es ist ja schön, wenn Herr Kelber fordert, dass die Facebook-Seiten der Bundesregierung abgeschaltet werden sollen. Darüber kann man diskutieren. Ich wäre schon glücklich, wenn die Facebook-Seiten der Bundesregierung nicht gratis an SPD-Landesverbände in Hessen im Wahlkampf verschenkt werden, so wie es Frau Faeser gemacht hat. Das wäre schon mal eine Sache von Anstand. Also wenn Sie die abschalten, übertragen Sie die nicht einfach an die SPD. Das wäre eine gute Maßnahme zum Datenschutz, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich schließe die Aussprache. Interfraktionell wird Überweisung der Vorlage auf Drucksache 6000 an die in der Tagesordnung aufgeführten Ausschüsse vorgeschlagen. Damit sind Sie einverstanden. Dann verfahren wir so. Wir kommen jetzt zu den Tagesordnungspunkten 24a und 10.